Beuron im oberen Donautal, eine begehrte Gegend zum Leben, Arbeiten und Urlaub machen. Jürgen verleiht Kanus. Paul betreibt eine Ölmühle. Und Heinz repariert Fahrräder am Donauradweg, wenn er nicht gerade in den Felsen unterwegs ist. Der 15-jährige Paul ist hier der Chef. Paul Beltler aus Beuron Tiergarten ist Deutschlands jüngster Ölmüller. Eigentlich geht Paul noch zur Schule, aber am liebsten produziert er mit seinem Vater und vielen anderen Verwandten Speiseöle. Reines Familienunternehmen. Heute ist Kräuteröl dran. Und da habe ich halt von meinem Vater ja 2018 die Ölmühle zu Weihnachten gekriegt. Weil der halt wollte, dass ich irgendwas mit den Händen mache und nicht nur so Playstation wollte mir schenken, dass ich bloß so Playstation spiele und so. Und da hat er mir halt die Ölmühle geschenkt und das habe ich dann halt angefangen. Und das hat mir halt gleich von Anfang an gefallen, weil alles, was ich da gemacht habe, alle Öle, sind mir mit Freude aus den Händen gerissen worden. Meine ganze Verwandte, alle, die das Öl gehabt haben, haben gesagt, das schmeckt super und das ist was Tolles. Und deswegen gefällt es mir auch so gut. Paul hat lange rumprobiert, bis er die richtige Kräutermischung raus hatte. Auch die besondere Form. Öl in Ginflaschen zu verkaufen, war seine Idee. Heute füllen sie 450 Flaschen ab. Selbst die Etiketten hat er mitentworfen. Und dann habe ich mir früher halt überlegt, okay, wie kann ich was verkaufen? Dann hatten wir ja nur die Jugendherberge und da war da immer so ein Vertreter von der Hirschbrauerei da. Der hat immer so Pullis als Werbegeschenke mitgebracht und so ein paar andere Sachen. Da habe ich gedacht, okay, der hat Geld, dem müssen wir was verkaufen. Und so wie es dann kam, habe ich mir halt was Schickes überlegt. Das war dann das Hopfenöl. Das habe ich dem dann mitgegeben und der ist dann gekommen, 2 Wochen später, hat gesagt, ja, voll geiles Produkt, da nehmen wir 1800 Stück. Das war dann so unser erster richtiger Großauftrag. Onkel Elmar, eigentlich im Ruhestand, ist täglich im Einsatz. Auch Papa Jürgen und im Hintergrund Mama Yvonne unterstützen Paul, wo sie können. Das Öl ist richtig toll. Jetzt läuft's, was? Ah ja, brauchen wir ja auch die Woche. Ja. Ich will Öl, wo wir machen müssen. Wir haben einfach an den Paul geglaubt, mit dem, was er gemacht hat. Und haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass das gut ankommt. Und er hat einfach ist da aufgegangen. Und wenn man natürlich dann A sagt, und dann muss man auch B sagen, man kann ja das Öl nicht irgendwie in eine Plastikwanne hineinmachen, sondern braucht dann halt einen Edelstahltank oder hier einen Filter und einfach. Er hat das ja auch alles provoziert, er hat ja die Ölmühle auch immerhin gekauft. Also muss er ja oder muss ja so kommen. Elternhaus samt Firma liegen genau am Donauradweg im Tiergarten. So kam das Geschäft auch ins Laufen. So, hallo. Er hat gerade keine Zeit. Paul kocht selbst leidenschaftlich gerne und ist so auf Öle mit ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen gekommen. Und weil er will, dass alles verwertet wird, gibt's bei ihm auch Mehle. Im Lager viel zu tun. Seit in Deutschland das Öl knapp ist, boomt Pauls Geschäft. Sie machen 1000 Liter pro Tag, beliefern die Zentrallager großer Lebensmittelläden und der Onlinehandel, der geht durch die Decke. Zum Glück hat Onkel Elmar viel Zeit. Und der Paul ist ein Macher und er ist auch ein Unraster. Er wird also nie praktisch sich auf faule Haut legen oder sonst was. Das ist sein Typ nicht. Er hat immer was zu tun. Am Rapsfeld in Sigmaringen sind sie mit Bauer Manfred Missel verabredet, wollen Felder anschauen und Geschäfte machen. Weil Paul nicht volljährig ist, braucht er immer den Papa an der Seite. Früher war ich ein bisschen kleiner, so das erste Mal. Da hat mir dann schon eher mit meinem Vater mal geschwätzt, aber der hat sich dann halt auch in den Hintergrund gezogen und gesagt, da ist der, mit dem ich schwätzen muss. Es ging dann eigentlich relativ gut. Sobald man einmal durch ist mit hier ist der Chef, dann ist das immer gut gegangen. Paul ist es wichtig, seinen Raps von den umliegenden Bauern zu bekommen. Und weil auch die Saatpreise steigen, muss er gut verhandeln. Das ist natürlich schon was Einzigartiges, gell? Das ist ganz klar. Und gut, er hat seine Helfer, das weiß ich. Aber ich glaube, die Richtung gibt er vor und das ist Bombe. Und wenn die Natur mitspielt, gibt's bald viel frisches Öl.